Viele von euch haben sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, ob die Art, wie ihr euch im Netz bewegt, eigentlich noch legal ist. Wir räumen heute mal mit einigen Irrtümern auf, damit ihr wisst, wann ihr ruhig schlafen könnt und wann ihr ein bisschen zittern dürft. YouTube kennt wahrscheinlich jeder und tatsächlich ist hier nicht nur das Schauen, sondern auch der Download legal. Von Seiten, die nicht offensichtlich illegal sind, darf also gedownloadet werden. Und seid ihr nicht auf der Seite eingeloggt, habt ihr auch keinen AGB zugestimmt, die den Download verbieten. Anders ist es mit offensichtlich illegalen Seiten. Hier ist Vorsicht geboten. Der Download ist hier illegal. Weitergeben dürft ihr die gedownloadete oder auch die gekaufte Musik ebenfalls, allerdings nur an einen engen Freundeskreis und ohne kommerziellen Nutzen. Wenn ihr die Musik weiterverkauft oder ins Internet hochladet, ist das eindeutig illegal. Auf Seiten wie Netflix, für die ihr zahlt, oder in offenen Mediatheken ist das Streamen ganz klar legal. Über offensichtlich illegale Seiten wie Kinox.de wird unter Juristen gestritten. Bei Streaming wird nämlich nicht der ganze Film gedownloadet, es werden nur kleine Teile im Arbeitsspeicher zwischengespeichert. Ob das einem Download gleichkommt, ist gesetzlich nicht geklärt. Somit bleibt das Streaming auf illegalen Seiten eine Grauzone. So, aber was tun, wenn eine Abmahnung ins Haus flattert? Erstmal ruhig bleiben, die geforderte Unterlassungserklärung nicht einfach unterschreiben, sondern holt euch erstmal Rechtsbeistand. Wird euch illegales Streaming vorgeworfen, macht euch nicht zu viele Sorgen. Es gab zwar schon viele Abmahnungen in dem Bereich, aber bis jetzt wurde noch keine davon für rechtens erklärt. Achtung, wenn die Abmahnung per Mail kommt. Das sind wahrscheinlich keine echten Kanzleien, aber informiert euch besser trotzdem gründlich.